Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. Wir legen hier auch schon mal los ein Stück und können hier schon mal weiterbauen. Können dann hier, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall. Hier gehen wir auf jeden Fall dann nochmal nach oben. Okay. So, dann können wir jetzt hier nochmal nach oben gehen. Wieder und zack, zack. So, dauert natürlich jetzt alles seine Zeit hier mit der Treppe. Aber das sind halt so die schönen kleinen Landschaftsarbeiten, die halt noch gemacht werden müssen, auf jeden Fall. Oder die ich auf jeden Fall ganz gerne noch vorhabe. Und ja, der zweite Vorteil ist natürlich für mich halt auf jeden Fall, ich muss mich nicht unbedingt nochmal irgendwelche Sachen halt anschauen vorher, die ich mir ganz gerne euch zeigen möchte. Und ist halt, ich sage jetzt mal so, auch ein bisschen leichter für mich aufgenommen. Und da ich gerade relativ viel aufnehme und wir ja kurz vor der 300. Folge ja eigentlich auch so sind, ist es halt so, dass wir ja sowieso dann das zeigen, was wir ja in dem Fall die Folgen zuvor halt auch geschafft haben und was halt da so entstanden ist und so weiter und so fort. Wir können hier mal noch ein paar kleine Fackeln schon mal hinsetzen, dass auch der Berg mal ein Stück weit noch beleuchtet ist. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch noch ein paar andere Lampen noch mit hinsetzen, auf jeden Fall. Zack. So, und ja, wie gesagt, ich habe ja schon den ganzen, ja, Anfängen von 200 sozusagen, habe ich ja schon sehr, sehr viel Technik halt auch wirklich gemacht. Und ja, wie gesagt, man braucht halt auch manchmal Folgen, die halt weniger technisch angelegt sind. Ich hatte ja dann jetzt auch in dieser Aufnahmesession, die jetzt etwas größer halt auf jeden Fall auch geworden ist wieder, habe ich ja auch gesagt, naja, gut, ich mache es halt so, ich fange halt erstmal an, ganz einfach ein bisschen Zeugs machen und dann habe ich halt festgestellt, ja, okay, gut, wir probieren halt zum Beispiel noch ein bisschen Technik, zum Beispiel ein bisschen ein kleines Lager, gehört ja auch schon ein Stück weit mit zur Technik dazu, zum Modpack an sich. Ja, und da muss man sich natürlich auch erstmal überlegen, ja, wie macht man das und wie funktioniert das am besten. Und ich denke, wir haben eine gute Kombination aus verschiedenen Mods halt auf jeden Fall auch gefunden. Ich denke, da kann man durchaus zufrieden sein mit dem, was wir da geschafft haben. Und ich sag jetzt schon mal, dass es auf jeden Fall laufen dürfte. Und wir schauen uns dann das die nächsten Folgen auf jeden Fall an, ob das so läuft, wie wir das wollen und wie das geplant war. Zack, hier machen wir auf jeden Fall nochmal eine kleine Fackel hin schon mal. Und dann gucken wir mal hier, zack, dass wir endlich mal auf den Berg hier hochkommen. Zack. Kommen wir hier, dass wir hier wieder mit Steinziegel machen und dann haben wir hier nochmal, da habe ich den Steinziegel wieder weggenommen. Nee, das wollte man nicht machen. So, jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Weg in den Berg hinein. Ich muss hier auch mal noch das teilweise überschüssige Erde mal noch mit wegnehmen, indem ich teilweise dann in der Kopffreiheit ein Stück weit stören würde, teilweise. Ja, ist dann doch noch ein bisschen was vom Berg halt auf jeden Fall weggegangen hier. Okay. Zack. So, zack, zack. So, nehmen wir hier den Ember noch mit. Aber den brauchen wir sowieso. Braucht man den eigentlich nochmal irgendwie für irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher eigentlich noch nichts geplant weiter damit, mit der Ember irgendwie zu machen. Aber was man hat, hat man, ne? Das ist ja auch so. Es ist ja schon wieder dunkel, ne? Es ist eigentlich nur dunkel, wenn ich aufnehme. Das ist auf jeden Fall auch so für so ein Mod-Projekt. Das ist auch wieder so eine Sache. Da kann man auch, muss man sagen, sich teilweise überlegen, naja, die Nacht halt mal auszuschalten. Weil es halt, ja, es nimmt halt schon ein Stück weit immer Zeit auch in Anspruch, ne? Du legst dich hin in der Folge oder sowas in die Richtung und dann kannst du wieder nichts machen und so weiter und so fort und kommst halt eigentlich nicht ganz so voran. Klar, gehört es ein Stück weit so mit Spiel mit dazu und so weiter und hast nicht gesehen, wir sind teilweise sogar schon oben.
Das sieht doch schon gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Was ist das denn hier? Das scheint nach einer Höhle auszusehen, hier eine kleine. Okay. So, dann können wir mal den restlichen Stein auf jeden Fall schon mal noch ein Stück verarbeiten. Zack, zack. Zack, zack. So, und dann sind wir doch. Ja, hier noch eins. Ja, hier nicht. Sondern eins noch nach unten. Jo. Okay, und wir sind auf jeden Fall auf dem Berg schon mal drauf. Nicht auf der gesamten Erhöhung auf jeden Fall. Nicht. Allerdings kriegen wir das noch hin. Zack, zack. So, wenn schon, denn schon halt auf jeden Fall, ne? Wenn schon, denn schon. Keine halben Sachen hier. So, hier war auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Zombie. Ich muss aufpassen hier. Das ist ja ein Stockduster im Grunde genommen. Aber ich will das jetzt hier noch schnell. Das machen wir auf jeden Fall noch ganz schnell hier. So viel fehlt hier auch gar nicht mehr. Zack. Nehmen wir die Erde hier auf jeden Fall noch schnell weg. So, dann hier noch eine Erhebung. Wir haben keine Stufen mehr, okay. Haben wir Holz? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber wir müssen sowieso dann gleich nochmal viel, viel beleuchten hier. So, jetzt können wir allerdings auch mal pennen gehen, wirklich. Das ist jetzt wirklich mal vonnöten hier. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Zugang zum Berg nach oben gelegt. Ich weiß noch gar nicht, was ich genauso da oben richtig bauen möchte. Da habe ich jetzt noch nicht so die Ahnung davon. Guck mal, ob meine ganzen Konstruktionen laufen hier. Schau mal, die Kiste müsste ja jetzt einiges reingekommen sein. Ja, nur Kupfer, okay. Bestimmt auch ganz viel Kohle oder sowas hier, ne? Mhm. Das auf jeden Fall auch. Hier ist noch nichts voll drin. Und hier müssten wir. Oh ja, das aber Appetit ist hier auf jeden Fall drin, ne? Aber wir müssen mal wieder in Regionen kommen mit der Query, wo es sich ein bisschen mehr lohnt, ne? Das wäre eine coole Sache. Müssen wir uns gleich mal angucken, die Query auf jeden Fall. Zack. Haben wir noch Stein irgendwo? Oder war es das mit Stein? Ich glaube, das war's sogar schon. Habe ich jetzt wirklich alles verarbeitet an Stein, was ich hatte? Okay, lol. Zack, zack, zack. Hier kommen noch die ganzen Pflastersteine, die wir gerade noch so bekommen haben. Können wir auf jeden Fall nochmal durchhauen. Oh, so viele haben wir jetzt. Ah, Mist, ey. Na gut, muss ich halt mit den Steinziegelstufen ein bisschen weiterarbeiten. Das kriegen wir auch noch hin. Für diesen kleinen Durchgang bis ganz nach oben. Kriegen wir das hin? Ja, gut, ich könnte jetzt natürlich auch die Treppe nutzen, ne? Mache ich aber jetzt nicht. Ja, man fliegt sowieso im Mod-Projekt. Es ist einfach so. Man fliegt, aber es ist halt einfach da. Wir haben so einen schönen Berg, haben wir hier vor der Haustür stehen. Der muss einfach erklommen werden. Ich mag Berge. Obwohl ich aus den Bergen rausgezogen bin, muss ich auch sagen. Aber dies hat mehr oder weniger andere Gründe eigentlich. Und, so, da sind wir doch hier gleich sogar schon oben. Den Berg beklommen. Ging mir mal wieder, wie auch immer, auf den letzten Metern die Rohstoffe aus. Hier haben wir noch das Obsidian-Totem. Ja, okay. So, dann müssen wir hier mal schauen, dass wir hier die Erde hier noch ein bisschen wegbekommen und dann muss ich mir was überlegen für den Berg. Weil, wenn ich schon mal hier oben bin, ne? Was ist das denn hier? Wer hat denn hier was gebaut, ey? Okay. Ich glaube, das war noch nicht gewesen. Hä, was ist das denn, ey? Das ist ja krass. Zack. Ja gut, was haben wir Jetpack ist alle. Eieiei.
Okay, ich habe jetzt nur die Steinziegelstufen hier. Aber das soll uns jetzt. Das kriegen wir auch noch hin. Nee, das nicht. Okay, zack. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, ey. Immer dieses Rumhergehuste. In der Aufnahme. Voll schlimm, voll schlimm, voll schlimm. So, wir müssen hier mal noch einen kleinen Schlenker nach rechts auf jeden Fall einschlagen. Weil wir das nicht hinbekommen. Beziehungsweise ich möchte das Totem auf jeden Fall so gleich. Beziehungsweise ich möchte das Totem auf jeden Fall lassen. So, können wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Erde schon mal hinmachen. Damit es ein bisschen natürlicher aussieht. Ja, so sieht das doch relativ Minecraft-like aus. Ah, nee, wir machen das. Wir machen das jetzt hier schon noch so weiter. Diesem einen Block. Ah, nee, das wieder was daneben gesetzt. Naja, passiert. Passiert, passiert, passiert. So, zack, zack, zack. Zack. Und wie viel haben wir jetzt eigentlich noch davon? Na, nur noch das hier, was wir gerade jetzt hier so im Inventar haben, beziehungsweise im Shortcut. Hier bauen wir noch mal ein bisschen auf und dann können wir hier den Weg eigentlich noch zu Ende führen. Das wäre eigentlich ganz cool noch. Und jo, da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut was geschafft hier oben. Können wir noch mal hier ein paar Fackeln schon mal. Ja, schon mal ein paar Fackeln hinsetzen, beziehungsweise hier noch ein bisschen mit Erde auffüllen, das Ganze. Lalalala, tralalala, lalala. Beziehungsweise machen wir das hier so nach dem gängigen Schema, alle drei ungefähr, so zack, 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 zack und zack. So, dann können wir hier nochmal an diese Mauer sozusagen noch ein paar Fackeln aufstellen, dass hier auch erstmal nichts spawnt. Kommt auch unsere Monsterfalle ein Stück weit zugute, weil jetzt in dieser Arena hier erstmal nichts spawnen kann. Zack. Wo hat man das jetzt hier hingesetzt? Hier hat man es gesetzt. Okay. So, zack. Hier hin und dahin noch was. Okay, und dann haben wir es doch schon mal. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch mal was hinsetzen. So, das wird eher wahlweise hingesetzt irgendwie. So, zack. Oh, Mist. So, zack, hier noch eine Fackel hin, dann hier noch eine Fackel, da noch eine Fackel und dann können wir. Warte mal. Dann können wir hier eine Fackel, da 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 eine Fackel, hier eine, dann, wir hatten hier eine gesetzt, ne, hier, dann müssen wir hier noch eine setzen, da eine, da eine und da eine. Ah, hier, die ist vielleicht ein bisschen zu weit, zack. Hm. Ja, hier müssen wir trotzdem noch die Fackel lassen, teilweise. Na, ah, ich habe keine Fackeln mehr. Oh. Lol, mir sind die Fackeln ausgegangen. Wow. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz viel geschafft jetzt hier. Oh, mein Chatpack. Okay, so. Wir nehmen unser altes Chatpack, nehmen wir raus, geben das neue wieder zu und das alte wieder rein. Und hier wird gerade produziert, sehe ich gerade. Also, das ist Pflasterstein nur. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Kommt gerade gar nicht so wirklich viel an. Wir gehen dann nochmal nachschauen. Sicher ist sicher, ne? Bin zwar eigentlich fast felsenfest davon überzeugt, dass das alles funktioniert und läuft, aber man weiß ja nie, ne? Wir sind hier auf 79, ne? Das ist 69, ist das. Okay, so 67 ist ja fast die normale Welt eigentlich im Normalfall. Und das heißt, wir sind hier eigentlich noch im Berggebiet. Klar, dass es da noch relativ wenig gibt.
Aber okay. So. Okay, gut. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.